konnten die eine Wand jetzt einreißen und könnten uns die Pistole an den Kopf halten. Aber wozu das gut ist, weiß man auch quasi noch nicht. Aha! Ihr habt das Bier kinetisch durch die Kühlschrankwand gegriffen. Dass man nicht ein Zufall ist. Nee, gut, wenn ich jetzt gleich nicht irgendwie eine andere Möglichkeit finde für uns, würde ich sogar sagen, dass ich das mache mit der Knarre. Muss ja nicht heißen, dass das Spiel dann zu Ende ist. Wir können es ja auch abspeichern, ist ja gar kein Thema. Ich würde jetzt gerne erstmal wissen, wofür die Bilder sind, aber vielleicht können wir die danach erst verwenden oder so. Was ist das? Kannst du auf jeden Fall nicht aufheben. Was nun, sollen wir hier einfach nur lange genug sitzen bleiben und dann passiert was, oder? Keine Ahnung. Ist das auch wieder eine Lüftung? Könnte, dass das von der gekommen ist. Oha! Was ist das denn jetzt? Mit dir denn los? Ja, nu? Holy moly! Und jetzt ist der olle Fleck weg. Aber hier flackert's. Geh dich mal waschen, du Ölmann.
Okay. Zeig dorthin. Soll das zur Treppe heißen? Wäre er in Richtung Treppe gelaufen? Ist das einfach nur, weil er dort aufgetaucht ist? Uiuiuiui. Damit habe ich jetzt plötzlich nicht gerechnet, aber er konnte sich nicht bewegen, weil der Dachboden offen war. Das bedeutet, der taucht jetzt immer und überall irgendwo auf, oder was? Wir den durch irgendwas getriggert, weil der Fleck dort ist weg. Weiß ja nicht, vielleicht muss man alle gefunden haben und die dann in richtiger Reihenfolge abgehen oder so. Wir mal durch die Küche. Wann ist das geschehen? Dass wir irgendwas gemacht haben oder so? Sind da einfach nur vorgekommen? Warum ist der hier aufgetaucht? Jetzt blinkt hier auch das Licht rum. Jetzt dort geblinkt? Irgendwie seltsam. Sagen, oh, die Tür zur Küche ist zu. Ja, vielleicht weil wir sie zugemacht haben. Okay, gehen wir mal runter. Da ist noch so einer. Was will er uns denn damit sagen?
War oben Licht aus, dass er irgendwie aufgetaucht ist oder so? Einen erklärbaren Grund habe ich nicht. Das hier sieht auch eben so ein bisschen komisch aus. Die Verkleidung dort. Ja gut, jetzt sind wir irgendwie ganze Zeit hier irgendwo rumgelaufen. Die Flecken sind an der Wand und geschehen tut trotzdem nichts. Bis auf, dass dieses Ölgemälde da irgendwann nochmal lebendig geworden ist. Ist auch größer geworden, ne? Werden die irgendwie alle ein bisschen größer, kurz bevor der auftaucht? Der jetzt nicht. Da passiert es wieder. Wird er uns folgen? Ja. Und nun? Ist offenbar einfach nur eine Gestalt, die auftaucht. Und jetzt blinkt hier das Licht drinne. Irgendwie check ich es nicht. Aber vielleicht ist es das. Das sind einfach nur die Spawns von dem. So dass das einfach nicht mehr zu bedeuten hat, als er wird dort auftauchen. Das wäre durchaus möglich. Genau, der ist jetzt noch genauso groß wie vorher. Dann taucht er wohl alle paar Male, die wir daran vorbeilaufen, auf und dann ist das halt so, so wie es aussieht. So. Machen wir hier Licht wieder an. So, die Schritte sind auch fast weg. Hier noch eben einmal links.
Könnte jetzt auch sagen, wir gehen runter. Dann gleich bei der Küche wieder hoch, in der Hoffnung, dass dann oben die Sachen quasi refreshed sind, weil wir unten waren. Da gehen wir gleich wieder hoch. Bei dem bin ich mir gerade nicht mal sicher, ob der kleiner war. Kerzen ausmachen kannst du wohl nicht. Oh, glubscht er jetzt nicht runter? Jetzt will ich nochmal eben kurz hier reingucken, ob es größer geworden ist. Nö. Okay, dann. Wo packen wir die mal hin? Irgendwo im Keller wäre gut. Vielleicht hier so. Und dann gehen wir hier vorne mal lang und halten uns die Waffe an den Kopf. Ich denn jetzt verlaufen? Wandert hier hinten? Ich hoffe mal, wir sterben nicht, weil da stand ja auch nur Waffe an den Kopf halten. So, wir speichern mal eben. Da bin ich gespannt. Okay, jetzt kann ich entscheiden, ob wir den Abzug drücken oder fallen lassen. Tschüss. Einfacher Weg nach draußen. Verwende den Revolver. Das ist ein Weserschleimviech jetzt gerade? Ich scheine irgendwas Offensichtliches zu übersehen. Ich weiß nur ehrlich gesagt gerade nicht was. Was ist da geschehen?
Das scheint der offensichtliche Raum zu sein, wo in der Introsequenz die Familie hingerichtet wurde. Ah, okay. Wir haben eine Patrone verbraucht. Und schon wieder sind wir hier. Geil, dass es immer aussieht, wie so flupp auf ist. Okay, let's go wieder ab in den Keller. Müssen wir das jetzt wirklich 6-mal wiederholen? Von wo kommen wir hier? Achso. Können einfach einmal um die Treppe rumgehen. Ja, gehen wir noch mal rein. Irgendwann sind ja keine Patronen mehr übrig. Oh, die Tür ist zu. So, zwei sind weg. Schade, dass das immer so eine lange Sequenz ist. Jetzt wieder mit dem Aufstehen und so. Muss man das jetzt wirklich 6-mal machen, damit das... Damit man sich sicher ist, dass man das macht. Ganz im Ernst, also ich habe nichts anderes gefunden derzeit, bis auf die Bilder, wo ich nicht weiß, wo ich die hinbringen soll. Was soll denn noch geschehen, ne? Also ziehen wir ganz simpel durch. Machen wir gar kein Hackmeck von. So, drei fehlen. Überlegen wir gar nicht lange. Wäre bloß schön, wenn man das hier überspringen könnte.
So, können wir nun Abbitte verschaffen? Ne. Hier, der erscheint schon wieder. Der ist gerade riesengroß. Das bedeutet, da fehlt nicht mehr viel, dann kommt er da. Haben wir gescheckt, aber wir sind gerade beschäftigt. Und zwei noch. Bin mal gespannt. Jetzt ja quasi noch eine über. Wenn die weg ist und wir runtergehen, sind dann da 0 oder wieder 6. So, die letzte Patrone. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir haben 6 Patronen von 6 aufgebraucht. Unten sind auch 6 Streifen dort. Und wieder Renner. Gucken wir mal. Und sind es jetzt 0 oder sind wieder 6 drin? 0. So, was soll jetzt geschehen, ne? Klicke die, würde ich sagen.
ist denn ein Brunnen? Ein lecker Apfel hier. Interessant, wir denken, wir gehen zu einem Rand, aber es ist keiner. Ist so groß der Brunnen. Aber irgendwas scheint da zu sein. Oh, Absch. Ah, okay. Schließe das Ende im Nichts ab. Alrighty. Dann sind wir wohl offenbar durch. Aber dann wird das nicht das einzige Ende sein. Und ich frage mich immer noch, was es mit den Bildern auf sich hat. Aber genießen wir das erstmal. Danke, dass du Visage gespielt hast. Ja, das, liebe Leute, an der Stelle war dann Visage gewesen. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Es hat Spaß gemacht, hier hinter die Geschehnisse zu kommen, also was da jetzt im Einzelnen geschehen ist, die einzelnen Storys mitzuerleben und so weiter und so fort. Bin mir noch nicht ganz sicher, außer dass da wohl jemand durchgedreht ist, weil er Wahnvorstellungen gehabt hat und offenbar seine Familie umgebracht hat. Das wurde uns ja mehr oder minder auch hier in der letzten Folge mit von dem Comic verraten. Und
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit dem Ende, was hier jetzt so ist, ganz zufrieden bin, weil es hat für mich gerade den Anschein, als gäbe es mehrere Enden. Wir haben ja auch noch einen Speicherpunkt, so ist es nicht. Und hier sieht es zumindest so aus, als könnten wir nicht viel machen. Wir könnten hier irgendwie im Fern in die Tiefe gehen, aber mehr auch nicht. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich werde nochmal schauen, ob ich Bonusmaterial mit anhängen werde, also dass man guckt, dass man noch ein anderes Ende erspielt oder sowas. Ich weiß nicht, was die Bilder, also was mit den Bildern auf sich hat und so. Da müsste man vielleicht noch mal gucken, warum der Typ jetzt immer aus der Wand kommt. Das wird wahrscheinlich einfach nur der Formfaktor sein, dass da ein bisschen Horror ist, dass man verfolgt wird. Und ja, entsprechend kann ich mir vorstellen, werde es aber nicht versprechen, dass wir da hier noch mal wieder reingehen. Ja. Wir scheinen hier auf jeden Fall kein Ende zu finden. Bis hierhin geht's, weiter nicht. Hier sieht es immer noch genauso aus wie in der Mitte. Das bedeutet, das ist ein riesen Brunnen einfach nur. Ein Brunnen voll Schmodder. Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle kann nichts versprechen. Mal gucken, ob danach noch was kommt. Auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut.